Der Hauptdarsteller der gleichnamigen amerikanischen Krimiserie fuhr das französische Cabrio erstmals 1971. In der Folge Mord mit der linken Hand war er damit in Los Angeles unterwegs und führte in seiner bekannt gemütlichen Art die Ermittlungen. Columbo wurde auch einmal auf sein in den USA praktisch unbekanntes Auto angesprochen. Sein Kommentar zeugte von wenig Sachkenntnis. Das ist ein 1950er Peugeot. Sie sind sehr rar. Nun, rar stimmt schon, aber das Auto war Baujahr 1959. Eine andere Kuriosität. Columbo fuhr seinen 403 fast immer geschlossen, obwohl der Sonnenstaat Kalifornien dafür keinerlei echte Gründe lieferte. Zigarrenraucher Columbo schien das alles wenig zu interessieren. Auch der Zustand seines Cabrios war bemerkenswert. Gewaschen wurde das Auto selten und je älter es wurde, umso mehr Beulen kamen hinzu. Kurz gesagt, der Inspektor ließ seinen französischen Schönling einfach verkommen. Wahre Liebe war das keine. Das dürfte den heutigen Besitzern eines 403 Cabrio anders gehen. Sie wissen um die Seltenheit ihres nur 2000 Mal produzierten Wagens. Eine lächerlich kleine Stückzahl. Schließlich wurden vom Peugeot 403 in allen Varianten 1,2 Millionen Exemplare gebaut. Für das Karosseriestyling war Altmeister Pininfarina verantwortlich. So mischt sich italienische Rasse mit französischer Eleganz. Typisch für die Pontonform waren der Buckel auf der Motorhaube und die zart angedeuteten Flossen am Heck mit den senkrechten Rückleuchten. Für ein Auto der 60er Jahre recht modern ist der Verdeckmechanismus. Vorne mit einem Handgriff entriegeln, schon verschwindet die Stoffmütze vollständig hinter den Rücksitzen. Nur eine Persenning muss noch aufgeknöpft werden. Fertig. Ob geschlossen oder offen, der 4,50 Meter lange Franzose ist eine schnörkellose Erscheinung, die man angesichts der knappen Rücksitzbank aber besser nur zu zweit genießt. Ledersitze waren übrigens serienmäßig. Der offene Mittelklasse-Peugeot galt nicht zuletzt deswegen als Luxus-Cabriolet. Technisch war er jedoch brave Hausmannskost und nutzte die Komponenten von 403 Limousine und Kombi. Unter der Haube arbeitet ein Vierzylinder-Vergasermotor mit seitlicher Nockenwelle. Das Triebwerk holt aus knapp 1,5 Liter Hubraum unspektakuläre 65 PS. Diese Daten unterstreichen den Anspruch von Peugeot, ein zwar luxuriöses, aber keineswegs sportliches Cabriolet zu bauen, das auch für die große Reise taugt. Präsentiert wurde das 403 Cabrio auf dem Pariser Salon 1956. Das Publikum war begeistert von seiner Eleganz. Gleich daneben stand der 403 Kombi, ein Lastenesel für alle Fälle und für bis zu 8 Personen der ideale fahrbare Untersatz. Ein paar Meter weiter lockte die Konkurrenz von Citroën mit reizenden Formen und ähnlich charmanten Messehostessen. Der Peugeot 403 war zwar kein aufsehenerregendes Auto wie etwa der Citroën DS oder ID, sein solider Charakter machte ihn aber speziell bei der Grande Nation sehr beliebt. 10 Jahre war er im Programm. Der 1959 eingesetzte Dieselmotor machte die Limousine vor allem für den Einsatz in Nordafrika tauglich.
Das französische Cabriolet ist nicht nur wegen seiner Karriere als Columbo-Filmstar ein interessanter Klassiker. Da insgesamt nur 2000 Stück gebaut wurden, ist die Chance, hierzulande zufällig auf andere 403 Cabrio-Besitzer zu treffen, gleich null. Dennoch zählt der Peugeot nicht zu den unerschwinglichen Fahrzeugen. Die geringe Nachfrage lässt die Preise kaum über die 15.000 Euro-Schwelle steigen. Unser roter Hauptdarsteller ist übrigens unverkäuflich. Kein Wunder, er gehört dem Peugeot-Museum in Sochaux.